Wir fangen an mit der ersten Hauptrunde. Es geht wieder weiter um Sport und Bodo. Sie haben sich eines Themas angenommen, einer Sportart, die gar nicht mehr so in den Medien präsent ist, wenn ich das richtig überblicke, das Lanzenduell. So ist es. Ja, die Sportarten des Mittelalters sind ja sehr verschütt gegangen, was auch damit zu tun hat, dass sie nicht ganz ungefährlich sind. Wahrscheinlich wären sie andernfalls sonst heute noch olympische Disziplin. Ein Ritterduell. Ein Ritter bittet generell wohlgesittet zum Duell. So auch der schwarze Ritter. Der war zwar nur so ein Lütter, doch ein Duellieren fitter als so manch ein anderer Ritter. Er tat's ja auch Tag ein, Tag aus. Heute fordert er heraus, da sich ihm die Chance bot, den edlen Ritter Lancelot. König Artus gibt den Startschuss. Ja, da, wie ein gewitter Ritter, schwarze Ritter mit der Lanze los. Das wird bitter da, jetzt da, schon sticht er zu, mit Wucht auf das seine Lanze, eine Schlucht in Lancelots Panzerstanze. Um anschließend auch dessen Bauch zu durchbohren, Blut strömt raus wie aus Aromaporen, der Kaffee in der Werbung von Melitta. 1:0, schwarzer Ritter. Man sieht jetzt, wie der Getroffene strauchelt, wie er vor Schmerzen sich den Bauch hält, denn die Lanze des Rivalen sieht man in der horizontalen, waagerecht sozusagen, aus des Ritters Magen ragen. Totgeweiht kippt er vom Pferde doch, er fällt nicht auf die Erde, weil die Lanze sich sofort senkrecht in den Boden bohrt, sodass er aus dem Leben scheidet, während er an ihr hinuntergleitet. Die Lanze ragte nun im Lote. Aus dem toten Lancelote. Und durch Lancelotens Blute war sie quasi Lanzarote. Danke sehr. Regelrecht echauffiert bei dem Gedicht, muss ich sagen. Das war schon recht eine sportliche Leistung. Da gehen die Pferde mit mir durch, jedes Mal. Ja.